Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu und hier ist ein Überblick über die wichtigsten Ereignisse, die die Märkte in diesem Jahr erschüttert haben. Zu Jahresbeginn wurde selbst der IWF überrascht, als die Schweizer Nationalbank den im September 2011 festgelegten Euro fallen ließ, was den Schweizer Franken gegenüber der Einheitswährung um ganze 30% nach oben beförderte. Im Anschluss an diese Nachrichten versicherte die Dukascopy-Gruppe dessen Händler, dass der Handel mit Dukascopy keine entsprechenden Handelsannullierungen und keine negativen Salden vorsehen wird. Im Mai ging die britische Öffentlichkeit zu den Urnen, um ihre Stimmen für die unsicherste Wahl seit Jahrzehnten in Großbritannien abzugeben, die eine graue Wolke von Unsicherheit über den britischen Pfund gezogen hat. Die Wahlergebnisse schienen die Märkte aber zufriedengestellt zu haben. Die Konservativen gewannen eine 12-Sitze-Mehrheit im Parlament, während die Liberaldemokraten die größten Verluste erlitten. Nach dem darauffolgenden Statement des David Cameron demonstrierte der Pfund seinen seit 2009 größten Abstieg gegenüber dem US-Dollar um rund 1,5%. Im Juni wurde Südkorea mit dem MERS-Virenausbruch konfrontiert. Der Kampf gegen diese Erkrankung hatte mit einer öffentlichen Warnung und einer roten Reisewarnung eine deutliche Auswirkung auf die Landeswirtschaft. Als Resultat sanken die Einzelhandelsumsätze deutlich, was bei der gesamten südkoreanischen Bevölkerung und beim südkoreanischen Finanzminister Choi Kong-hwan viele Sorgen erweckt hat, was die Auswirkungen dieser Epidemie bezüglich Südkoreas Wirtschaft angeht. Im März hatte Griechenland eine weitere Auszahlung von rund 7 Milliarden Euro erhalten. Zu dieser Zeit befand sich Athen am Rande eines finanziellen Zusammenbruches. Jedermann sprach von einem Austritt aus der EU. Der Sommer brachte die größten Kämpfe für Griechenland. Die Landesregierung kämpfte um ein weiteres Rettungspaket. Ab dem 28. Juni schlossen die griechischen Banken. Die Entnahmen von Griechen wurden bis auf 60 Euro pro Tag eingeschränkt. Während dieser Zeit versuchten die Behörden verzweifelt, die Geldautomaten mit Banknoten zu versorgen. Am 30. Juni wurde Griechenlands Rettungsprogramm aufgrund von Nichtauszahlungen beendet, was wiederum die Befürchtungen erhöht hat, dass Griechenland dessen Schulden gegenüber der IWF nicht ausgleichen wird. Am Montagmorgen, den 23. August, sank der Shanghai Composite Index um 8,5%, was dem chinesischen Aktienmarkt die schlimmsten Verluste seit 2009 eingebracht hat. Am sogenannten Schwarzen Montag wurden milliardenhohe Verluste registriert, was die globalen Märkte mit nach unten gezogen hat. Die Analysten fürchteten einen weiteren weltweiten Absturz, der auch vor dem New Yorker Devisenmarkt nicht Halt machen wird. Im Anschluss daran stürzte auch der Dow Jones um mehr als 1000 Punkte. Der Euro-Index fixierte seinen schlimmsten Tag seit 2009. Der deutsche DAX verlor alle in 2005 registrierten Gewinne. Nach dem Schwarzen Montag sank das Öl auf dessen 6-Jahrestief. 2015 hatte für die Ölpreise einen steinigen Weg ausgelegt. Im Dezember sanken die Ölpreise auf dessen niedrigsten Stand seit über 11 Jahren. Während die globale Ölversorgung die Nachfrage weiterhin weit übertraf, fixierte der Preis für Rohöl dessen größten monatlichen Rückgang seit 7 Jahren. Am 21. Dezember prallten die US-Rohöl-Futures auf ein Tief von 33,98 US-Dollar. Im September wurde Volkswagen einer skandalhaften Untersuchung unterzogen. Aufgrund der Untersuchungsresultate musste das Unternehmen über 400.000 Automobile in den USA zurückrufen. Der Oktober war kein besserer Monat. Ein weiterer Skandal brach aus. Umfangreiche Untersuchungen ergaben, dass der deutsche Automobilhersteller Probleme mit den Kohlendioxidemissionen bei dessen Benzin- und Dieselfahrzeugen hat. Insgesamt kosteten beide Skandale dem Volkswagen-Konzern eine runde Summe von 86 Milliarden US-Dollar, was den Schätzwert des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 4% verringert. Investigations, the discovery has been made that German car makers had found problems involving carbon dioxide emissions in both petrol and diesel vehicles. In total, both scandals estimated to cost Volkswagen $86 billion. Brand finance analysts now value the company 4% down from last year.
Ein Unternehmen, welches nicht enttäuscht hat, ist Apple, welches seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres im Oktober veröffentlicht hat. Der Umsatz des Technologieriesen stieg um 22% gegenüber dem Vorjahr, während der Gewinn 11,1 Milliarden Dollar erreichte, ein Plus von 31%. Apple-Chef Tim Cook erklärte feierlich: Es war ein sehr starker Finish eines Rekordjahres. In den letzten 12 Monaten haben wir weltweit mehr als 300 Millionen Geräte verkauft, einschließlich 231 Millionen iPhones, 55 Millionen iPads und rund 21 Millionen Macs. Die Apple-Uhr zusammen mit dem iPhone 6 und 6S geben den Investoren viel Optimismus über zukünftige Erlöse. Im Juni wurde John Crine zum neuen Geschäftsführer der Deutschen Bank ernannt. Dieser versprach, sowohl die Arbeitskräfte als auch die Bonusse zu reduzieren. Einige Anzeichen zeigen aber, dass diese Fortschritte wirklich einen langen Weg gehen müssen. Im November hat auch die Credit Suisse Group AG dessen Lohnstruktur detaillierter unter die Lupe genommen, insbesondere die Auszahlungen an die Top 12 Führungskräfte nach Beseitigung der Profitabilitätsziele. Nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets über der Türkei bestellte der russische Präsident Wladimir Putin eine Reihe von wirtschaftlichen Sanktionen gegen die Türkei, was die Spannungen in Syrien eskalieren ließ. Die Bedenken der Türkei stiegen täglich und das zu Recht, weil Russland der größte Handelspartner der Türkei ist. Aufgrund eingeführter Sanktionen rechnet der türkische Tourismus mit großen Verlusten. Die Sanktionen werden der türkischen Wirtschaft voraussichtlich 10 Milliarden US-Dollar kosten. Die türkische Lira verlor rund 20% an Wert im Anschluss an diese Nachrichten. Die Nachfolgen der Spannungen in Syrien brachen eine Migrationskrise nach Europa. Im September stimmten die EU-Minister mit einer Mehrheit einer Unterbringung von rund 120.000 Flüchtlingen zu. Obwohl genaue Zahlen unklar sind, machten schätzungsweise 920.000 Migranten ihren Weg über das Mittelmeer nach Europa in diesem Jahr. Deutschland fixierte die höchste Anzahl neuer Asylanträge. Am Abend des 13. November sah die französische Hauptstadt Paris eine Reihe von koordinierten Terroranschlägen, die 130 Menschen das Leben kosteten. In Reaktion auf die Anschläge wurden Grenzkontrollen und der Ausnahmezustand eingeführt. Öffentliche Orte wie Geschäfte, Schulen und sogar die U-Bahn wurden geschlossen. Die Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Diese Sperre dauerte 5 Tage. Die entsprechenden Gewerbe- und Sicherheitskosten liegen schätzungsweise bei 51,7 Milliarden Euro pro Tag. Die Verriegelung der Stadt wurde am 25. November wieder aufgehoben. Im Dezember hat sich die Geduld der Märkte endlich ausgezahlt, als die Fed-Vorsitzende Janet Yellen eine Anhebung der Zinsen zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt angekündigt hat, was den Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen ziemlich verstärkt hat. Chairwoman Janet Yellen emphasized how she expected the central bank to raise short-term interest rates gradually. The rise from 0.25% to 0.5% is the start of the tightening cycle from the central bank, and the highly awaited decision seems to give the US market a sigh of relief. Der brasilianische Real hat sich in diesem Jahr als sehr schwach bewährt. Im Dezember wurde ein neuer Finanzminister, Nelson Barbosa, begrüßt. Im Jahr 2015 ist Brasilien in eine seit 25 Jahren nicht mehr gesehene schlimme Rezession gerutscht. Das Jahr 2016 wird dem lateinamerikanischen Land hoffentlich Besseres einbringen. Das war ein Überblick über das Jahr 2015. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches neues Jahr.